Lass uns mal nach Mordor laufen. Das machen wir jetzt zu diesem wunderschönen Schichtvulkan da oben. Aha, ein Schichtvulkan? Ein Was ist Schichtvulkan, das? ja. Was Na, macht das? da fließt die Lava, die etwa so mittelflüssig ist, in Stößen sozusagen so konvulsiv aus. Also da kommt halt immer mal ein so ein Lavastoß und dann Okay. erhärtet der sich und dann lagert sich der nächste darüber ab und dadurch entsteht dann wie so eine Schichttorte. Okay, was wir hier sehr schön sehen Sieht halt so ähnlich aus, ne? Das wird halt dann immer so, wenn man den jetzt aufschneiden würde, so einmal horizontal, dann hätte der halt auch so ein bisschen so Baumringe, sozusagen, einfach weil können. Oh, der jetzt so. denke ich an Kuchen gerade. Oh. Wäre geil, wenn wir jetzt Kuchen hätten, oder? Ja. Oh, Scheiße, wir haben ein keinen Kuchen. Schicksalsbergkuchen, den wünsche ich mir zum Der war Geburtstag. super. So. Ja, hast ja erst in einem halben Jahr. Das dauert ja ein Ah, bisschen. ich will hier weiter. Ja, es, Geht okay, nicht ich weiter. glaube, Ich das. glaube, wir brauchen eine Ablenkung. Ablenkung. Du hast recht, damit der Olle da oben Woanders nicht hingucken. dahin guckt. Na, dann wollen wir mal machen. Ach so, Ich wir müssen bin wieder wechseln. Ich bin Gandalf der wieder Weiße. Lego-doof. Der mit den spitzen Ohren. So, dann Oh. lass uns mal ablenken. Ja, müssen wir hier rumhüpfen, ne, damit der schön Hier abgelenkt. sind wir. Hallo, guck So, hier. nein, ich denke mal, wir müssen hier. Du musst schießen. Okay, ich muss schießen. Du kannst ja schon mal vorreiten. Nee, aber du musst. Also, Dann dann nimm nehme doch ich den jetzt Controller. deinen Ich muss nämlich mal Controller. kurz weg. Okay, ich nehme jetzt Dennis Controller und schieße da hinten hin. Wo ist er denn? Da, genau. Kann man denn schießen, während man sitzt? Ich weiß es gar nicht. Ja, geht. Sehr schön. Perfekt, dann laufe ich mal hier rüber. Bin wieder da, bin wieder Ohne da. reinzufallen. Oh Gott, oh Gott, Ich habe oh es ganz Gott. alleine geschafft, ohne dich. Okay, dann gehe ich wieder. Nein! Nein! So, jetzt bin ich. Achso, dein Controller hier. Ja, da, oh. Bitte sehr, was hast du denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auf. ich hab gerade vom externen Kanal auf Fernsehen umgeschaltet und das war keine gute Idee. Da war eine dicke, hässliche Frau, die dumme Sachen erzählt hat. Können die Leute das auch sehen? Das wäre ja Nee, voll nee, lustig. nee, nee, ich glaube, Schade. nee, ich kann ja nur sehen, was auf dem Computer passiert. Das war ja nicht Computer. Achso, da war eine dicke Frau. Da war eine dicke, hässliche Frau auf RTL. Warum sage ich das überhaupt dazu? Es war halt Fernsehen, also RTL höchstwahrscheinlich. So, hier sind So. ganz viele Ruinen mit ganz viel Geld dazwischen. Das ist Osgiliath. Ah, das Da sind ist wir ja vorhin jetzt, quasi da waren wir schon rumgelaufen. mal, ja. Da haben wir Genau. uns ja Siehst du, mit Ruhm hier ist bekleckert. der Gollum hochgeklettert. Oh, hier ist Gimli, ich brauche Gimli. Wo ist Gimli? Oh, Kamera. Oh. Kamera-Action? Ach so, nein. Was bist du mit Gimli? Na, da war, wo ich gerade war mit Legolas, war sowas zum Kaputtmachen mit Gimli, aber ich weiß nicht, wo ich Da hinten, achtete. da. Here we go. Nein! Scheiße. Nee, ja. Ich muss vom Pferd runter. Genau, dann springen mit X, genau. Ja, bam. Moin. Oh, Das toll! hat dir ja sehr Das viel hat sich gebracht. jetzt richtig gelohnt. So, ich gehe mal hier Geh weiter. mal weiter, Du kannst ja. ja jetzt dazu machen. Trigger mal irgendwelche Sequenzen, bitte. Oh, guck mal, ich kann mir hier jemanden kaufen. Nee, der hat einen Auftrag. Ich habe eine Ach, Bitte. gut, will ich nicht. Ein Freund von mir ist nach der Oh, Zeit. Das war sehr nein. traurig. Ich möchte seiner Familie Er war nur sein. 40 Leben. Nee, ja, wirklich. Bin aber Muss man ganz schön Pech haben, damit da einer umkommt, oder? Also, Suchst du ihn für den man mich? kennt. Ja, komm. Ist gut, hab's verstanden. Der will was haben. Was will der haben? Eine Satellitenschüssel? Einen glühenden Schild. Ach so, ich dachte, er braucht mehr besseren Empfang. Empfang? Ja. Mit Satellitenschüssel? Aha. Ja, warum nicht? Ist das So. nicht voll 90er? Nee, also heutzutage sind Satelliten ja wieder der. Laufe ich gerade irgendwie in die Totensümpfe? Kann Das ja wohl kann nicht schon sein. sein. Ich habe jemanden gekauft. Wo Ein hast du denn? Waldläufer. Ach, schön. Ich Bin ich auch dachte, ich noch? gehe shoppen. Nee, aber hier sind doch die. Oh, wer ist hier? Die Toten. Ich kaufe die Leute gleich erstmal und du Ah, machst. die kann man auch kaufen. Wer ist der? Ich. Ja, nehmen wir. Haratrim. Haben wir. Haben wir nicht schon mal einen gekauft? Ach, haben wir zwei. Stimmt, aber Doppelt einen hält mit dem besser. goldenen Helm und einen mit dem. So. Okay, jetzt hier keinen Quatsch mehr machen, Dennis. Also wirklich. Mach die ganze Zeit. Dennis muss schon wieder Ja, weg. ich muss schon wieder weg. Okay, dann muss ich wieder allein unterhalten. Also, ich laufe jetzt durch die Totensümpfe und falle rein. Nein. Okay. Wie soll man denn da rüberkommen? Mit Pferd. Das geht ja gar nicht. Geht das? Oh, doch, geht. Wunderbar. So, dann geht's. Wo geht's jetzt lang? Verdammt, ich bin tot. Wo ist denn der süße kleine Legolas? Da hinten. Der muss jetzt mal da an die Ziele schießen. Oder muss er nicht? Muss er doch?
Doch, muss auch. Okay. Also hier rum, da waren wir ja schon mal. Da war der, der den Knochenschlüssel brauchte. So, hast du schon was ausgelöst hier irgendwie? Nee, wir müssen erst durch die ganzen Totensümpfe. Aber warum müssen wir denn durch die doofen Totensümpfe? Ja, das, na, weil wir müssen ja die Ablenkung und so. Ach so, und da muss man durch Totensümpfe durch. Genau. Ach ja, wir wollen ja jetzt zum Schwarzen Tor, ne? Das ist ja wieder auf der anderen Seite. Eben, eben. Habe ich ja die Geografie hier gerade noch so ein bisschen im Kopf. Ja. Also springen. So. Ah, wer ist denn bei dir? Ist Aragorn bei dir? Bei mir sind alle. Ja, okay, super. Auch immer falle ich hüpfen. Na komm, dann lass mich hüpfen hier. Zack, Augenmaß. Na, seht ihr hier rechts? Ohne Fehler, einmal rüber. Wackelt den Riss kaputt hauen. Ja, nee, wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Also ist ja. Du bist jetzt zweimal weggegangen. Ja, das haben die Leute nicht gesehen. Aber gehört. Ich habe nämlich ganz viel Quatsch erzählt. Sehr gut. Ja, das, guck mal, Gimli ist eben aus dem Totensumpf rausgesprungen, das finde ich lustig. Ja, das Gute ist ja, du kannst ja keinen Quatsch erzählen, den ich nicht mitbekomme, weil ich muss es ja noch schneiden. Verdammt. Und dann wird es auch noch auf YouTube gestellt, das heißt, ich kann es mir auch nochmal ansehen. Du hast aber auch keine Chance. Chancenlos. So, jetzt trigger ich mal was. Trigger mal. Guck mal, da stehen schon ein paar. Das ist ja episch. Oh, ist das traurig. Ja, guck mal, ist noch zwei Plätze für uns frei. Da müsste stellen wir uns jetzt mal rein. Da müsste die Engine vielleicht mal noch ein bisschen zulegen, was die Leistungsfähigkeit angeht, dass man da mal 20.000 Leute stehen hat und nicht nur 8. Aber ich glaube, man weiß schon, was es ist. Man weiß, wohin es eigentlich, also was das bedeutet. Genau. So war es da nämlich, ja. Das ist ja eine tolle Truppe da. Hätte ich jetzt auch Angst, wenn ich... Nein, die stehen nur in der ersten Reihe. Dahinter sind nur noch ganz viele andere. Mhm. Das Tor ist gar nicht so hoch. Wir haben da schon daneben gestanden. Das war viel kleiner. Hält jetzt eine schöne Ansprache. Das fand ich lustig. Also der hält jetzt eine ziemlich gute Ansprache, wie ich finde. Und aber einige Leute, die verstehen immer irgendwie den Sinn nicht und die denken, ja, der beschimpft jetzt, dass das alles für die Men sind. Hm. Also im Film dachten die, dass er das sagt. Ja. Da sagt er ja nur, ja, ich habe auch Angst, so nach dem Motto. Hm. Aber die komischen Leute, von denen ich das gelesen habe, die meinten, ja, ist ja alle Men, ihr könnt alle gar nichts. Okay. So ein Quatschi-Quatsch. So. Quatschi-Quatsch. Ich bin Aragorn. Ich sage mal, Der Zweite. Ja. Das ist ganz schön peinlich. Oh, was ist... Achso. Ah. Toll. Das ist peinlich. Naja, der Zweite zu sein. Viel geiler, der Erste zu sein, ne? Nein! Genau auf dich. Der Arme. Wieso auf mich? Ich bin Gimli. Achso. Aber trotzdem ist unser weißer Zauber. Den könnte ich nicht einfach kaputt hauen. Doch. Was ist denn hier los? Achso, Gimli, du musst, glaube ich, hier die Treppe. Ich muss gar nichts. Ja, doch, hier ist doch. Darf. Gut. Ich darf kein. Du darfst. Ich darf so bleiben, wie ich will. Du darfst die Treppe kaputt hauen? Ja, wie ich will. So, achso, vorhin hast du noch gesagt, hier wird nicht gesungen und jetzt wird doch gesungen. Siehst du, wie schnell sich sowas ändert? Wo bin ich? Verdammt nochmal. Weiß ich nicht, aber ich glaube, einer muss sich hier rauf. Ah, ich bin Gandalf. Opfern. Aber ich bin tot. Ah, ich bin da hinten am Ende des Bildes. Das ist so unübersichtlich. Siehst du, wenn jetzt hier 50.000 Mann stehen würden. Jetzt muss hier bestimmt einer rauffahren. Nee. Ja, jetzt hat er sich selbst gehauen oder so. Ja. Keine Ahnung. Wenn das mal keine geile Ablenkung hier ist. So, ich wäre jetzt voll abgelenkt. Guck mal, wie der Schichtvulkan da hinten jetzt schon größer nein! wird. Nein! Der wächst schon wieder da hinten. Frage ist jetzt, wie viel Magma ist eigentlich in dieser Magmakammer, dass der so lange und so doll brennt? Weil der brennt ja die gesamte Zeit während der Halloween-Film. Also das sind ja Wochen und Monate, die das Ding da von sich hin leuchtet. So viel Magma hast du sonst nicht in den Magmakammern und vor allen Dingen hast du nicht so viel. Das ist ja auch nicht die Erde, das ist Mittelerde. Naja, ist ja irgendwo mitten auf der Erde halt. Nein, das ist nicht mitten auf der Erde. Das ist Mittelerde. Eine mittlere Erde, die irgendwie so. Die war nämlich mal scheibenförmig und dann wurde sie rum. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Doch. Ja. Die hat sich so gebogen, wie es erzählt. So, ist klar. Deswegen ist die auch innen hohl, die Erde hier. Wieso war die mal scheibenförmig? Ja. Am Anfang war die scheibenförmig. Erklärbar. Konzipiert. Ach, ich muss niesen, ja. Ich bin ein bisschen erkältet, also wenn ich nochmal niese, dann ärgert euch nicht. Seid nicht böse auf mich, bitte. Was soll ich erklären? Die war halt scheibenförmig, dann wurde sie rum. Ja, aber warum denn so ein Quatsch? Also ich meine. Es gibt halt in Mittelerde verschiedene Zeitalter. Und ja, das ist klar. Wir sind drin. Erst war rund und mit der Zeit scheibenförmig und dann mit der Zeit. Was ist denn da das Problem? Ja, ich. Verstehe halt nicht, warum sich Tolkien so einen Quatsch ausdenkt. Also weil mit. Also was hat das denn für eine Notwendigkeit? Warum kann denn die Welt nicht einfach immer rund sein? Also warum muss sie denn mal eine Scheibe gewesen sein? Das heißt.
Mann, so ein Quatsch. Es gibt auch andere Leute, die sich Bücher ausgedacht haben, dass auch vieles nicht ganz so sinnvoll. Ja, aber du hast mir vorhin noch erklärt, in einer früheren Folge, dass Tolkien es darauf aus war, eine etwas realistischere Märchen-Fantasy-Welt zu schaffen. Da verstehe ich jetzt halt nicht, warum es dann Not tut, so eine Sache hinzuzufügen, die nicht wirklich... Das ist doch gemacht. Also die ist ja nicht in echt entstanden. Die ist ja schon gemacht. Also das ist ja von Göttern gebaut. Ja. Und die haben halt gedacht, dann machen wir erstmal eine Scheibe, als ist die Scheibe langweilig, jetzt machen wir mal Kugel. Genau. So. Ja, genau, Götter langweilen sich ja auch gerne mal. Genau. Der brüllt immer so laut. Einer schon wieder. Ich glaube... Ja, Gandalf. Ich bin Gandalf, ich bin der Einzige, oder? Der den kaputt hauen kann. Ich weiß nicht, ich glaube. Aber ich auch nicht wahrscheinlich. Ach doch, da. Guck mal, Pfeil und Bogen. Legolas. Stimmt, wir haben ja jemanden da, der kein Mann ist. Legolas. Ja, komm, also erst bringt uns das Spiel bei, dass nur eine Frau ihn töten kann. Konnte bisher. Oh, das habe ich kleinen Gimli. Ja, das ist ja, lieb von dir. Oh, irgendwas, 1 von 5. Irgendwas 1 von 5. Ja, Gott sei Dank. Es ist unbedeutend, was es ist. Hauptsache, es ist 1 von 5. Ja, okay, was habe ich denn? Warte, ich will wissen, was es war. Ah, da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt noch da. Nein! Die Kamera. Ah, oh, ja, ich komme ja von. Da siehst du 2 von 5. Was ist das denn? Ja, irgendwo Zielscheiben am Horizont. Ach so. Zielscheiben. Aber ich sehe sie auch nicht irgendwie. Könnte auch ein schöner Song sein. Hm. Dann taste doch mal den Bildschirm, genau. Taste ihn einfach ab. Guck mal, ob du irgendwo. Nee. Man, jetzt schieß halt. Ja, da guck mal. Das ist Katapult. Ah. Falls du Katapulte, die du kaputt schießt. Da ganz rechts ist auch noch eins? Ja. Also Typen. Nee, das sind Typen auf. Typen auf. Auf irgendwelchen Holz. Sniper. Sniper! Da ganz links ist noch einer. Ja, komm. Ich seh schon. Ja, ich sag trotzdem, dass da einer ist. Perfekt. Und? Ja. Eine schönes Kiste. Ding. Weil ich ja hier auf meinem Account auch die Sachen alle so gut sammle. Und wahre Abenteuer. Und alles. Der Wahnsinn. So. Der hat auch so Zielscheiben aufgemalt. Die kamen schon auch ab. Ich hole die Kiste. Ich hole die. Ach, geht gar nicht. Da braucht man Gollum, oder? Der darf ich schon nicht. Scheiße. Ach, diese Kamera. Ich bin froh, wenn wir mit dem Spiel fertig sind. Nicht, weil das ein schlechtes Spiel wäre, sondern einfach, weil wir dann mal wieder vielleicht ein Spiel haben, wo die Kamera besser funktioniert. Mhm. Weil mir geht das gerade immer so ein bisschen... Ja, ein bisschen. Ein bisschen auf die Nerven. Dezent. Vor allem, nachdem ich es halt alleine gespielt habe. Ja, ja. Ja, ich glaube, du wärst mich gerne los, kann das sein? Nein. Ich würde das lieber alleine spielen. Nein. Klang das jetzt gerade? Ja, doch, doch. Ich nein. So ein kleiner Herr. So. Geh doch mal. Ach, Mann. Irgendwer... Nee. Ich kann nichts machen, also. Na, ich bin oben. Du hast es geschafft. Nein, hat Gandalf weggeworfen. Das darfst du nicht. Ey, aua! So, B. Und? Ich glaube, du musst X ihn, X ihn! Du musst mal zu Legolas wechseln. Ungern. Das ist ja so wie der in Moria. Ja, so. Ja, ich weiß nicht. Hau ihm ins Gesicht. Boah, man weiß, was man machen muss, geht alles richtig schnell. Das ist so zackig, dann hat man das Spiel in ein paar Stunden durch. Mhm. Bisschen traurig. Du bist traurig? Nur doch, dann hat man das Spiel durch. Dann kann man es nochmal spielen, yeah. Nochmal. Let's play a second time. Ja. Können wir auch nochmal. Welches Spiel würdest du denn gerne nochmal spielen? In all den Spielen, die du so auf der Jahr... In meinem Leben, meinst du? In deinem Leben, ja. Also nicht nur während der letzten Let's Play-Jahr, sondern immer. Es gibt Spiele, die spiele ich jedes Jahr. Achso, was denn zum Beispiel? Freelancer zum Beispiel. Mhm. Eines meiner 3 absoluten Lieblingsspiele. All-Time-Favorite. Ist einer von uns Bogenschütze? Ich bin Bogenschütze. Nochmal. Scheiße. Geht nicht mehr. Also Freelancer, wer das noch kennt, Weltraum-Action-Spiel. Tolle Geschichte. Riesiges Universum. Kann man mit einem Durchgang, wenn man sich nicht so schnell sozusagen durchkämpft, 30, 40 Stunden brauchen. Mhm. Und wenn man es dann mehrmals spielt, ich habe es bestimmt jetzt schon 5 oder 6 Mal komplett durchgespielt, hat man da eine Menge Beschäftigung mit. Ah, ja. Jetzt geht's wieder. Was haben wir noch für Spiele, die ich mehrmals schon gespielt habe? Super Mario Galaxy auf der Wii. Das habe ich schon bestimmt 3-mal durchgespielt. Oh, da bin ich irgendwann nicht weitergekommen. Und zwar 3-mal 120 Sterne. Also man hat es ja durchgespielt, wenn man 60 Sterne gesammelt hat. Also die Hälfte. Und dann kann man ja das komplette Ding nochmal mit Luigi spielen. Mhm. Und ich habe das halt also dann jetzt 6-mal sozusagen gespielt oder so. Also, 360 Sterne im Laufe der Jahre.
Wie es halt so ist. Ich glaube, den kannst du jetzt. Ja, ja, ich will es nur gerade. Also ich bin auf seinem Arm. Ja. So leicht wie der mich hochhebt, kann das ja eigentlich nur der Beweis dafür sein, dass Elben so wenig wie. Sind jetzt irgendwas mit? Ja, guck mal, jetzt kannst du ihn hauen. Jetzt B, B, B. Oh. B. Sammeln wir mal dein Zeug. Ich hab B gedrückt. Bitte. B wie bitte. So. Also jetzt man muss einfach warten, bis da wieder dieser Ring ist. Bisschen ausweichen. Oh, ist das ein Geraffel hier? Hast du ein Spiel schon mehr als einmal gespielt? Durchgespielt? Nee. Also Anno, das ist ja nicht. Na gut, Anno spielt man ja nie durch, ja. Ja, aber ansonsten. Nee, also ein Spiel mit Story sozusagen noch nie mehr als einmal. Ja. Ja. Wobei ich ja auch eine Story meistens nicht durchkriege. Ich glaube, Herr der Ringe legt. Aber was ihr geschafft habt, was ich noch nie geschafft habe, ist Final Fantasy X durchzuführen. Stimmt, das habe ich sogar zwei. Also einmal richtig durch und dann noch einmal zur Hälfte. Also man muss dazu sagen, Final Fantasy X gibt ja viele Leute, die. Bei Final Fantasy ist ja immer so ein bisschen schwierig. Nein, ich komme nicht in Blau dran. Ah, nein, das ist außerhalb. Warum mit ihr meint er übrigens ich und ja, Alex. Und Alex, also den kennt ihr ja auch von 4 gewinnt Challenge. Da hat er ja mal ein kleines Gastspiel gehabt. Genau, das ist unser Lieblingsspiel. Auf jeden Fall, ja. Das habt ihr bestimmt schon mehr als einmal durchgespielt. Ja, also einmal und dann auch ein halbes Mal. 4 gewinnt. Nein, Final Fantasy 10. Ja, Final Fantasy 10, also ist ja bei Final Fantasy ist es ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt ja viele Leute, die, also was man immer wieder hört, ist ja der 7. Teil. Das ist unglaublich. Ja, ich kenne nur den 10. Also Alex wollte mir auch den 9. zeigen und das er auch ganz toll ist und den mochte ich aber nicht. Und ja, dann wollte ich noch der ist auch ganz 11. anders. Oder den 12. Nein, 11. ist ja ein Online-Rollspiel. Achso, also der 12. dann. Der 12. Aber der hat mir auch nicht gefallen. Der 12. ist ja auch Star Wars. Der 12. ist ja auch Star Wars Episode 1 mit Fantasy. Also es liegt, glaube ich, an diesem Kampfsystem, dass man sich nicht beeilen muss und so. Ja, das haben die ja wirklich danach alle wieder ein bisschen hektischer gemacht, gehandhabt. Ich finde, dass dieses fast rein rundenbasierte im 10. auch am schönsten. Gibt es noch andere rein rundenbasierte? Die früheren. Also der 6er zum Beispiel, den finde ich sehr gut. Nee, und außerhalb von Final Fantasy? Ach so, ja, da gibt es eine Menge. Wir müssen, glaube ich, hinterher. Da werde ich dir in der nächsten Folge gerne mal ein oder zwei nennen. Okay. Euch allen. Ist die Folge denn schon zu Ende? Die ist schon sowas von vorbei. Achso, dann lass mal nicht hier hintergehen, sondern... Ja, bleiben wir mal hier. Hier warten. Und schon mit. Das ist jetzt hier genau die richtige Position, um ja, na ja. Zu warten. Ja, ist mitten schlecht im jetzt. Kampf. Kann man nicht hier auf Start drücken und dann... Na klar. So, gut. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge.